So, dann wären wir jetzt, hätten wir jetzt noch eine Viertelstunde, würde ich sagen, Resonanz und Nachfragen. Und dann brauche ich noch 10 Minuten für den Abgesang und Hinblick auf die verschiedenen Aktivitäten, auf den verschiedenen Ebenen, die anstehen. Jetzt erstmal, wer würde gerne zu der Präsentation, die wir vorher gehört haben, Resonanz geben oder was nachfragen? Ja, wir fanden, oder jetzt weiß ich nicht, wo die Gabi ist, das war sehr anregend, der Spirit kam schon rüber und uns interessiert insbesondere, wie die Führungsstruktur, die ja doch durchaus ja sehr geregelt ist, das jetzt aufnimmt, also zu sagen, jetzt ist es ja doch, geht es um Personalabbau, jetzt müssen weniger Leute mehr machen und inwieweit bildet die Führungsstruktur, da kann da auch was geben hinsichtlich, sage ich mal, Belohnungssystem, Gehälter. Das ist ja oft immer sehr geregelt, wo ich merke, da kommt das immer in die Grenzen. Das ist dann Organisationsentwicklung. Wer sagt? Ja, also Belohnungssysteme haben wir praktisch auch nicht. Also da sind wir auch an den Grenzen des öffentlichen Dienstes. Es gibt seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres, so eine Prämienverordnung. Also wir könnten Geld fließen lassen, aber wir haben gesagt, gerade vor dem Hintergrund der Personalsituation, bevor ich jetzt Geld in Prämien stecke, stelle ich lieber eine oder zwei Beschäftigte ein. Und das ist in der Verwaltung auch akzeptiert worden, sodass also auch diese Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, ausscheidet. Ich glaube, ein ganz großer Treiber ist der Akzeptanz ist immateriell. Das ist nämlich wieder Spaß an der Arbeit. Die Beschäftigten sind wieder zufriedener. Ich muss nicht jeden Tag, wenn ich komme, in die Gesichter murrender, sage ich mal, Kolleginnen und Kollegen schauen. Funktionierende Teamstrukturen, so wie wir uns das vorstellen, nehmen von den Beschäftigten auch wieder Druck weg. Also es ist eigentlich immateriell. Und Sie sehen wieder eine Perspektive, die wir, als wir gestartet sind in der Verwaltung, und da mache ich, da ist kein großer Unterschied zwischen den Führungskräften oder den Beschäftigten, die haben keine Perspektive mehr gesehen. Jetzt sehen Sie wieder eine Perspektive, auch das ist klar. Sie würden auch vielleicht gerne das eine oder andere, was wir Ihnen jetzt für die Zukunft gesagt haben, anders machen wollen. Aber Sie sehen trotzdem eine Perspektive. Und ich glaube, das ist eigentlich die Motivation bei den Führungskräften, es anzunehmen. Aber Geld oder sonst was. Ja, wir haben natürlich das ganze Spektrum, aber ich will sagen, das ist eigentlich für uns gar nichts Neues. Wir haben immer schon Aufstiegsförderungen gehabt, auch in früheren Zeiten, im Rahmen natürlich vielleicht kleinere Möglichkeiten, also Durchlässigkeit oder Aufstiegsmöglichkeit, gehobene höhere Dienst gibt es bei uns. Es gibt auch vom mittleren im gehobenen Dienst. Das fordern wir sehr stark, auch vor dem Hintergrund der Altersstruktur. Solche Möglichkeiten gibt es. Wir haben einen Tarifaufstieg ohne Studium vom mittleren im gehobenen Dienst mit 15 Monaten quasi Bewährungs- und Weiterbildungszeit, die wir daran festhalten. Machen, dann kann jemand bei uns auch als sonstiger Angestellter in technischen Laufbahnen dann praktisch auch Aufgaben des gehobenen Dienstes wahrnehmen. Also das fördern wir und im Augenblick stellen wir oder beginnen wir mit der Aufstellung ämterbezogener Personalförderkonzepte und wollen da auch systematischer und für die Beschäftigten noch ein bisschen transparenter Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Da sind wir gerade dran, klären noch so ein paar Ideen, die rechtlich nochmal abgeprüft werden müssen, ob wir es überhaupt machen können. Und wenn wir das haben, gibt es den Startschuss in der zweiten Jahreshälfte, dann solche Personalförderkonzepte in allen 8 Ämtern aufzustellen, also Landesamt und in 7 Ämtern für Bodenmanagement. Ja, also ich fand es auch sehr beeindruckend, was Sie hier dargestellt haben. Hat mir sehr gut gefallen. Die Frage war von der Politik her. Sie hatten dann so gesagt, der Zeitstrahl geht bis 2022. Wie unabhängig von der politischen Lage ist denn das? Weil Sie haben jetzt natürlich unter den aktuellen, ne, politischen Bedingungen da einen Vertrag sozusagen abgeschlossen. Wird sich das fortsetzen oder sind Sie da sicher, dass das dann auch von der Politik weitergetragen wird? Also diese Frage habe ich in allen Zukunftsdialogen von allen Beschäftigten gehört, muss ich sagen. Also das ist die größtmögliche Sicherheit, die ich bieten kann. Dadurch, dass es jetzt nicht nur von unserem Ministerium getragen wurde, auch 11 bis 16, sondern in den Kabinettsausschuss gegangen ist und auch das Siegel des Finanzministers getragen hat, ist dies die größtmögliche Sicherheit, die ich über eine Regierungsperiode hinaus oder eine Wahlperiode hinaus geben kann. Ich
bin sehr zuversichtlich, dass es dann auch Bestand hat, egal wie es dann fortgesetzt wird. Aber eine Garantie, weiß ich, gibt es auch dafür nicht. Aber es ist die bestmögliche Absicherung, die wir an der Stelle haben. Und wenn der Finanzminister schon mal gesagt hat, ich glaube, das ist relativ unabhängig davon, wenn der seinen Haken drunter gesetzt hat, was uns beim letzten Konzept nochmal zusätzlich 8 Millionen Einsparungen gebracht hat, das war seine Bedingung, aber wir haben das auch hingekriegt, dann denke ich mir, dann läuft das auch weiter, auch unter einer neuen Regierung, wenn da dieser Haken drauf ist. Ich möchte mich auch für den Vortrag bedanken. Ich fand das sehr bereichernd. Meine Frage wäre noch so ein Praxishinweis von Ihnen. Wie gut hat dieser Transfer der Verantwortung auf die Mitarbeiter funktioniert? Also das bedeutet ja, die Führungskräfte lassen los und die Mitarbeiter nehmen an. Vielleicht haben Sie da nochmal, also das Konzept hatte ich verstanden, das war, fand ich, sehr gut durchdacht. Wie ist nochmal so Ihre, ja, wie ist es dann gelaufen, würde mich interessieren und wie zufrieden sind Sie damit? Ja, diese Umsetzung dann, ich sage mal erstmals in Rahmenbedingungen gesetzt, wir haben ja gesagt, Reifegrad bezogener Führungsstil, dass die Führungskraft so nah dran geht wie notwendig und dann schrittweise ein Zurückgehen macht. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn Führungskräfte sofort so weit zurückgehen, führt es eher zu einer Irritation. Ja, weil noch eine Orientierung gefordert ist, weil sonst der Zustand von alt zu neu zu groß ist. Und das schrittweise zu machen. Und so sind wir vorgegangen. Und das ist auch immer noch ein Thema, reifegradbezogener Führungsstil. Unseres Erachtens ist das ein entscheidender Punkt. Ja. Da möchte ich gerade auch dran anknüpfen. Wir haben uns halt auch so wir haben uns gefragt, wie sind so die Kommunikationswege zwischen dem Team und den Führungskräften? Sie sprachen auch davon, dass es Teamsitzungen gibt. Sind die Führungskräfte da jetzt dabei? Und dieser Teamsprecher, hat er jetzt mehr so eine Rolle als Brücke zur Führungskraft? So quasi, um zu bündeln, was im Team so an Fragen, an Konflikten, an keine Ahnung gibt? Es ist nicht so, dass da eine absolute Grenze ist. Ja, also sonst sage ich, da sperre ich ab. Und die einzige Ansprechperson, die überhaupt möglich ist, das ist der Teamsprecher. Das ist so nicht gedacht. Also Teamsprecher hat eine organisatorische Funktion, sorgt auch dafür, dass Teamsitzungen durchgeführt werden, ist so eine Brücke auch zur Führung, aber nicht allein. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit auch individuell. Sonst bin ich nicht mehr richtig handlungsfähig. Sonst ist das System wichtiger wie die Umsetzung. Ja. Und da haben wir gesagt, wir gehen in einen dynamischen Prozess rein. Und Sie hatten jetzt nochmal die Teamsitzungen angesprochen. Vorgesehen ist, dass die Führungskraft zeitweilig dabei ist, um den notwendigen Abstimmungsprozess und Informationsprozess durchzuführen, aber dann das Team die weitere Sitzung alleine durchführt, um Zielerreichungs- und so weiter gewisse Abstimmungsprozesse intern zu machen. Sonst ist immer die Gefahr, dass wieder eine Fokussierung auf die Führungskraft erfolgt, sag mal, wie es gemacht wird. Ja, also dass ich da, das ist aber auch der Umfang, wie lange jetzt Führungskräfte bleiben, ist auch individuell dann je nach Stand auch unterschiedlich. Ja, das ist jetzt nicht eine feste Regelung oder so. Ja, okay. Also zum kollegialen Teamcoaching vielleicht noch ein paar Worte. Wir machen sowas wie kollegiale Fallberatung, wo sich die Kollegen untereinander nach einem bestimmten Setting halt gegenseitig beraten. Und das, sie machen da ja wesentlich mehr. Und das ging jetzt halt vorher ein bisschen unter. Also, ja, ich dachte, das ist eine Begriffsverwirrung. Wir verwenden kollegiale Beratung für untereinander. Das war ja vorhin auch eine Irritation, ja. Dieser Prozess, also wir haben ja in dem Ablauf vorgesehen gehabt, zwei Coachings pro Durchlauf innerhalb der 2 Jahre für die Teams. Das ist, heißt, das ist ein Coach oder ein Coach, der mit dem Team ein Coaching durchführt, ganz traditionell. Innerhalb dieses Prozesses kann aber sein, dass jetzt eine Situation da ist, es geht um Problemlösung, dass dann in dem Team so Lösungsansätze, ja, und dann würde sich das mit der anderen Methodik decken, da switchen wir. Okay. Das heißt,
heißt, der Coach coacht nicht nur, sondern der moderiert auch zunehmend, wenn es passt, dass die sich gegenseitig coachen. Und dafür habt ihr den kollegialen Begriff gewählt. Ja. Weil das ist ja immer das Ziel, die Eigensteuerung anzuregen. Ja? Und insofern sind die Übergänge fließend. Ja? Und auch, das war so ein Punkt, ich hatte ja genannt Lösungsorientierung, dass das immer ein Element ist, lösungsorientiert zu arbeiten, nach vorne zu gehen. Und denken in Ressourcen statt in Problemen. Herr Köhle hat es auch angesprochen. Das sind ja eigentlich die Wesen. Und gestern hatte ich ja auch, als ich so die Hauptpunkte gelingende Veränderungen genannt hatte, waren das ja auch Elemente, die da eine wichtige Rolle spielen für Teams und für die gesamte Organisation, in diese geistige Ausrichtung zu kommen. Und Teams, die das verinnerlicht haben, das gibt wirklich Sprünge. Dann, ich hatte gestern ja gesagt, so Heldenreise, Individuation, das ist dann teilweise zu sehen, dass dann wenn gewisse Dinge erkannt sind, dass es einen richtigen Entwicklungssprung gibt. Ich habe dich gesehen, aber links war da vorher noch eine Meldung. Ist die noch akut? Wir können erst, wenn noch eine andere Frage ist. Okay, dann vielleicht tut ihr die zusammen, die Fragen, und dann nehme ich das Mikro wieder mit. Ja, auch danke für den tollen Vortrag und das, was Sie in einem Jahrzehnt oder länger geschaffen haben. Wie ist das eigentlich mit anderen Landesbehörden? Sie müssten ja jetzt gefragte Referenten sein für andere Verwaltungen. Ich denke, Sie haben gesagt, Sie haben Menschen wieder eine Perspektive gegeben. Sie würdigen die Arbeit, die da ist, trotz der knappen Mittel. Wie oft werden Sie eingeladen bei Kollegen? Wir nehmen noch die andere. Ja, ich bin noch am Überlegen, was das Coaching betrifft, weil es ja da auch viele Konzepte gibt in großen oder kleinen Firmen, wie man das nutzt, dieses Potenzial, was sie ja jetzt auch machen. Und da ist auch immer die Frage, wie geht es zusammen, als Kolleginnen und Kollegen zu coachen? Und Sie haben ja da eine Auswertung gemacht, haben Sie gesagt, auch ein Feedback sich abgeholt. Und da würde mich interessieren, was war da einfach und schwierig? Und was ist anders, wenn ich dieses Cross-Coaching mache? In der Rolle oder in der Beschreibung, was die für Erfahrungen machen. Zuerst mal auf Ihre Frage. Es ist so, dass natürlich Anfragen auch mal kommen. Vor kurzem auch erst, ob wir die vorgesetzten Rückmeldung nach dem von mir beschriebenen Modell auch in einer anderen Verwaltung durchführen können. Da war ein Wunsch. Aber das war jetzt ressourcenbedingt. Ja, wir sind kein Unternehmen, das nach außen geht, sage ich mal. Das ist nicht unsere Zielrichtung, sondern wir sind bestrebt, halt den eigenen Bedarf abzudecken. Aber Begehrlichkeiten wären schon da von außen. Ja. Die andere Frage. Das ging nochmal, wir haben ja auch interne Coaches, ja, und da war die Frage, wie ist so die Ankopplung? Es ist so, dass wir sagen, wir haben ja insgesamt, Herr Köhle hat es schon gesagt, 20 Coaches und Trainer in unserer Verwaltung, ja, wobei ein Teil ja nur mit gewissen Ressourcen, je nach Auftrag, nach Anforderungen, in dem Bereich tätig ist. Ja? Und das heißt, Ziel ist, dass jede Organisationseinheit so ein Mindest, also so zwei Personen haben wir mal gesagt, die da vor Ort sind. Aber bei den Teamcoachings, ja, ist es so, dass die nicht in der eigenen Organisationseinheit, sondern jeweils in anderen arbeiten, sodass nicht eine zu große Nähe da ist. Was wir allerdings machen, ich hatte ja auch das vorgestellt, dass wir auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Coaching anbieten. Und das ist natürlich auch unterschiedlich. Das ist mal eine kollegiale Beratung, die auch mal schnell geht. Also nicht drei Settings, anderthalb Stunden, sondern kannst du mal. Und das ist ja auch, und das wird vor Ort auch gerne in Anspruch genommen. Und wenn übergeordnet Anfragen sind, dann ist es so, wenn jetzt ein Konfliktcoaching angefragt wird, dann gucke ich in meinen Pool und gucke, wer hat eine gute Passung. Ja?
Ich hatte vorhin ja Genius angesprochen. Wo ist da eine gute Entsprechung, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, in eine gute Umsetzung zu kommen, und wähle dann da aus und dann wird die Zuordnung gemacht. Ich weiß, ich bin brutal, aber wir müssen irgendwie zum Schluss kommen. Es war ein versprochenes Ende und ich will noch ein bisschen was sagen. Ja, es war beeindruckend. Vielen Dank nochmal Ihnen beiden. Applaus